Also für einen Sponsor-Post und 31,7 Millionen Aufrufe werde ich mich ab jetzt auch verkaufen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi, mein Name ist Kati, willkommen in der Love Unity. Wir starten heute in ein neues Format, das ich mir gerade ausgedacht habe und ich bin sehr gespannt, ob ich mich selber dran halten kann. Es heißt nämlich 10-Minute-Tea. Ihr findet Beauty-Community-Skandale, Drama und so weiter super interessant, ich auch. Allerdings geht das so schnell, dass die Sachen neu dazukommen oder schon veraltet sind, dass solche YouTube-Videos eigentlich immer schon zu spät kommen. Ich probiere jetzt also die Situation rund um Michaela Noguera, Jeffree Star, L'Oreal, Telescopic Mascara, False Lashes und so weiter und so fort, was gerade heiß auf TikTok diskutiert wird, in 10 Minuten runterzubrechen, euch alle wichtigen Sachen dazu zu zeigen und auch meine eigene Meinung zu geben. Und damit das Intro nicht länger wird als das Video selber, würde ich sagen, let's go mit dem Video. Falls ihr auf TikTok unterwegs seid, aber auch wenn ihr Unico folgt, zumindest auf Instagram, dann wisst ihr mittlerweile, worum es geht. Ich breche es noch einmal kurz runter. Michaela Noguera ist eine amerikanische Maskenbildnerin bzw. Make-up-Artistin, die mittlerweile fast 15 Millionen Abonnentinnen auf TikTok hat und die vor einiger Zeit, ich glaube vor 2 Jahren ungefähr, also mitten in der Pandemie, komplett viral gegangen ist, weil sie kein Blatt vor den Mund genommen hat in ihren Reviews. Sie hat auf TikTok diese Short-Style-Reviews gemacht, einfach Produkte ausgetestet, für einen kurzen Zeitraum so 15, 30 Sekunden Videos gemacht, die meistens sehr viral gegangen sind und ist dementsprechend auch jemand geworden, die mittlerweile als Influencerin von ihrem TikTok leben kann. Und am 25. Januar, also vor 3 Tagen, wenn ich dieses Video filme, ja, ich drehe das am Abend, bevor ich zu meiner eigenen Geburtstagsparty zum Reinfeiern gehe. Ich möchte nichts von euch hören, danke schön. Hat sie ein TikTok hochgeladen, wo sie die neue Telescopic Mascara von L'Oreal ausprobiert hat. Das wird gerade heiß diskutiert, denn ihr wird vorgeworfen, dass sie gelogen hat in diesem Advertisement, das sie übrigens auch nicht richtig gekennzeichnet hat. Die Telescopic Mascara von L'Oreal ist eine Mascara, die gerade neu rausgekommen ist und weswegen viele, viele andere InfluencerInnen, tatsächlich auch vor allen Dingen TikTokerInnen, dazu Ads gemacht haben. Sie haben L'Oreal-Partner dazu geschrieben, unter anderem zum Beispiel Bretman Rock, der sie hier einmal ausprobiert hat, als auch Meredith Duxbury, wow, das war ein richtiger Zungenbrecher, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen lispelt, die dazu ebenfalls eine Review gemacht hat. Michaela hat, wie gesagt, dieses TikTok hochgeladen, das mittlerweile fast 32 Millionen Klicks hat und das extrem in die Kritik geraten ist, und zwar wegen Folgendem. Sie zeigt sich ganz am Anfang mit einem Auge komplett ohne Mascara, auf der anderen Seite schon Mascara drauf, fängt dann an, die Mascara aufzutragen, erst ein Coat, dann 2 Coats und sagt, dass das eine unfassbar gute Mascara ist, dann gibt es einen Schnitt, und dann sehen ihre Augen auf einmal so aus. Daraufhin stand natürlich der Verdacht im Raum, dass sie falsche Wimpern trägt. Sowas wie Adele Wispies, also sehr, sehr einfache Wimpern tatsächlich. Und ich gehe auch davon aus, dass es tatsächlich so ist. Denn ja, Mascara kann Wimpern optisch verlängern und natürlich auch verdichten. Aber es kann keine neuen Wimpern dazu wachsen lassen. Und ich finde, wenn man diese beiden Fotos nebeneinander stellt, ich zeige sie euch einmal hier, kann man deutlich einen Unterschied sehen, der nicht allein mit einem weiteren Coat von Mascara zu erklären ist, meiner Meinung nach. Zusätzlich kann man nirgendwo genau erkennen, dass es tatsächlich eine bezahlte Werbung ist, die von L'Oreal beauftragt wurde. Und was das Ganze noch schlimmer gemacht hat, ist, dass sie, als sie darauf angesprochen wurde und outgecallt wurde dafür, dass sie hier täuscht, sie weiterhin gelogen hat. So wurde sie direkt gefragt, wait, are you not wearing falsies at the end? Also hey, warte mal, trägst du nicht falsche Wimpern am Ende? Und sie hat darauf geantwortet, no, oh my god, L'Oreal would never allow that in a partner post, but you're proving my point. Also nein, oh mein Gott, L'Oreal würde niemals erlauben, dass das bei einer bezahlten Werbung, die von ihnen natürlich auch beauftragt wurde, passieren würde. Es wäre ja False Advertisement, dementsprechend auch strafrechtlich relevant. Und sie hat dazu geschrieben, dass das natürlich aber auch beweist, dass die Leute denken, dass es falsche Wimpern ist, wie unfassbar gut diese Mascara ist. Umso viraler das TikTok gegangen ist, umso mehr Kritik sammelte sich natürlich auch in den Kommentaren und viele Leute haben da unglaublich shady Replies zugeschrieben. Ich lese mal ein paar vor und blende sie euch hier ein. I know an Adele Demi Wispy when I see it. Also ich weiß ganz genau, dass das eine Adele Demi Wispy Lash sein muss, wenn ich sie sehe. Do the falsies come with the mascara? Also kriegt man die falschen Wimpern gleich dazu geliefert, wenn man die Mascara bestellt. Und tell me which falsies you used, because I'll buy those. Also wenn du mir sagst, welche falschen Wimpern es sind, dann werde ich mir lieber die kaufen. Ist natürlich extrem shady, aber ihr Vorgehen ist natürlich auch extrem shady, denn natürlich ist es nicht nur in Deutschland so, dass bezahlte Werbung oder gesponserte Posts, Placements und so weiter gekennzeichnet werden müssen als das, was sie sind, zum Beispiel bezahlte Werbung, eine Kooperation oder ähnliches, sondern das gilt natürlich auch für den US-amerikanischen Markt. Und das hat sie hier ganz deutlich nicht gemacht. Also es wurde nirgendwo verbal gesagt, das hier ist eine bezahlte Werbung, es ist eine L'Oreal-Partnerschaft. Das wurde tatsächlich bei sehr vielen der TikToks gemacht, was ich extrem interessant finde. Und darauf möchte ich in einem anderen 10-Minute-Tea-Video mit euch eingehen, zum Thema, wie InfluencerInnen versuchen, das
das Thema Sponsoring netter verbal zu umschreiben, damit man als NutzerInnen nicht direkt darauf kommt, dass es bezahlte Werbung ist. Falls euch das interessiert, lasst es mir gerne unten in den Kommentaren. Und nicht nur, dass sie einmal gelogen hat, sie wurde in mehreren Kommentaren darauf natürlich angesprochen und sie hat auf einige auch noch geantwortet. Unter anderem, Girl, did you add falsies at the end? We can see the length in the outer corner. Also jemand hat geschrieben, hey, bist du sicher, dass du keine falschen Wimpern gemacht hast? Weil man sieht doch die Länge am outer corner von deinem Auge. Und sie, no, just 3-4 coats in my tight liner. Also sie hätte dann nicht nur die ein oder zwei Coats, die sie am Anfang gezeigt hat, gehabt, sondern noch 3 bis 4 drauf gemacht und sie hätte ein Tightlining benutzt. Tightlining bedeutet, dass man zum Beispiel mit einem Kajal oder auch einem Eyeliner, anstatt so einen fetten Wing zu machen wie meinen, möglichst nah an der Lashline lang geht, um diese optisch zu verdichten. Das kann man von oben machen, das kann man von unten machen, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Volumen und dann sehen die Wimpern einfach ein bisschen schöner aus. Also auch hier hat sie gesagt, nein, sie hat da nichts irgendwie gefälscht, das ist keine Täuschung, es sind keine falschen Wimpern. Jemand anders schrieb noch, that's crazy, using falsies and denying it. Also direkt noch drauf angesprochen. Das ist doch total verrückt, dass du falsche Wimpern benutzt und es aber dementierst. Worauf sie geantwortet hat, these comments are literal proof that this mascara is the shit. Also auf Deutsch, diese Kommentare beweisen doch, dass die Mascara extrem gut sein muss. Das ist natürlich auf mehreren Ebenen ein großes Problem, also false advertisement, dass sie sich strafrechtlich relevant verhalten hat, aber auch, dass sie natürlich ihre ganzen FollowerInnen damit im Endeffekt zu täuschen versucht. Gleichzeitig sagt sie aber ja auch, dass anscheinend L'Oreal diesen Post vorher gesehen haben muss, weil sie ja nochmal darauf angesprochen wurde, ob das falsies sind und sie gesagt hat, nein, das würde L'Oreal ja niemals erlauben. Dazu können wir in dem anderen 10-Minute-Tea zum Thema Werbung und Werbekennzeichnung gerne nochmal reden. Was ganz interessant war, war dann, dass einige OG-YouTuberInnen, unter anderem Kathleen Lights, darauf reagiert haben. Kathleen hat eine Story gemacht, die ich euch hier einmal ohne Ton einblende. Runtergebrochen hat sie gesagt, ohne den Namen von Michaela zu nennen, dass eben eine TikTokerin gerade eben einen TikTok hochgeladen hat zum Thema Mascara und dass es sehr, sehr klar ersichtlich ist, dass sie eben Falsies trägt, also falsche Wimpern, um den Effekt der Mascara künstlich zu verbessern. Das ist natürlich auch noch interessant, weil das natürlich auch eine Kollegin von ihr ist. Das wurde dann weiter aufgegriffen, es ist auf Twitter viral gegangen, auf TikTok viral gegangen. Viele, viele Leute haben sich dann dementsprechend auch die Mascara gekauft, einfach um es selber auszuprobieren und um auf diesen viralen Hype-Train mitzugehen. Und eine der Personen, die sich da auch dran beteiligt hat, war unter anderem Jeffree Star, der dann ein TikTok hochgeladen hat, in dem er gesagt hat, ja, also ich bin ja nie gesponsert worden und ich bin ja auf jeden Fall jemand, der immer unfassbar ehrlich war. Gut, bezüglich der ganzen Lügen wegen des Rassismus und des Missbrauchs und so weiter, das scheint was anderes für ihn zu sein. Er hat dann die Mascara ausprobiert und hat gesagt, die Mascara ist gut. Sie kostet übrigens 15 Euro, gibt es tatsächlich auch mittlerweile in Deutschland, kann man bei Rossmann bekommen und bei DM. Ist aktuell ausverkauft oder noch nicht lieferbar, ich weiß es nicht genau, aber ich lasse euch Links gerne unten, falls ihr sie auch ausprobieren möchtet. Ich hatte richtig Bock, die auszuprobieren, aber L'Oreal ist leider nicht cruelty-free, dementsprechend ist das leider raus. Und im Grunde genommen ist das Problem nicht, ob die Mascara gut ist oder nicht, sondern dass sie erstmal die Werbung nicht richtig gekennzeichnet hat und dann natürlich auch, dass sie ihre ZuschauerInnen angelogen hat. Was weiterhin noch super, super spannend wäre, ist, sich ein bisschen mehr mit Meredith Duxbury zu befassen, die den Trend gemacht hat mit den 7000 Foundations auf einmal und den mit der Hand einreiben. Also mir gruselt's, wenn ich das sehe, obwohl sie danach immer flawless aussieht, muss man ihr einfach lassen. Denn sie hat auch eine Raving Review zu dieser Telescopic Mascara hochgeladen, hat aber nichts dazu gesagt, dass sie gesponsert worden ist. Allerdings hat sie ihren 24. Geburtstag auf den Nacken von L'Oreal bezahlen lassen und gefeiert. Und dazu gibt es einige TikToks von ihr, die sie selber hochgeladen hat, wo man sehen kann, wie viele Tausende und Abertausende von Dollar da reingeflossen sein muss. Also falls ihr dazu noch ein 10-Minute-Tea haben wollt, lasst mich das auch gerne wissen. Meine persönliche Meinung ist, Michaela Nogueira hat versucht, ihre ZuschauerInnen zu täuschen. Das ist etwas, was ich persönlich extrem verwerflich finde. Mal ganz davon ab, dass es strafrechtlich relevant sind, sind ihre ZuschauerInnen ja diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass sie zum Beispiel mit L'Oreal zusammenarbeiten kann. Ob dieses TikTok vorher irgendwie abgesegnet worden sein muss von L'Oreal, das kann ich euch nicht sagen. Das gibt es bei manchen Kooperationen, dass die Marken das vorher sehen wollen, sozusagen eine Abnahme machen und dann sagen, okay, Freigabe, jetzt kannst du es hochladen. Bei manchen ist das nicht so, zumindest aus meiner Erfahrung. Und ich finde, sie hat nicht nur sich selber einen Bärendienst erwiesen und der Marke natürlich, auch wenn so ein viraler Moment immer dafür sorgt, dass solche Produkte extrem gehypt sind, weil die Leute natürlich wissen wollen, okay, what's the tea? Funktioniert das wirklich? Ich will das ausprobieren. Seit dem 25.01. bis jetzt 3 Tage später, dem 28.01. hat sie übrigens insgesamt 500.000 Abonnentinnen verloren auf TikTok. Das heißt, von vorher 14,9 Millionen Abonnentinnen, jetzt ist sie bei 14,4 Millionen. Immer noch wahnsinnig viel. Aber man kann natürlich sehen, dass die Leute ihr das nicht verzeihen wollen. Vor allen Dingen, weil sie ja in den Kommentaren auch noch mehrfach behauptet hat, dass das eben keine Falsies sind. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich habe ein bisschen lachen müssen darüber, dass
sie das Mascara-Gate genannt haben. Und natürlich auch, wie euch das neue Format gefallen hat. Lasst es mich super gerne sehen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben oder dem Daumen ein Video nach oben gebt, je nachdem, was euch lieber ist. Lasst mir auch gerne einen Kommentar unten über Sachen, die ihr noch wissen wollt. Und ja, wie ihr das neue Format findet. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich schau mal, ob ich das mit dem 10-Minuten-Rahmen tatsächlich einhalten kann. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und falls ihr direkt abonniert habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!